Pures Tagebuch! Wie geil! Im Makala-Forschungsinstitut ganz oben. Es ist lästig, ständig wie ein kleines Kind behandelt zu werden, weshalb ich weiter an meinem Reifeschub gearbeitet habe. Weil Projekt Jungbrunnen mir gleich 100 Jahre vom Buckel genommen hatte, habe ich die Leistung etwas angepasst. Als ich mich vorsichtig den Strahlen aussetzte, war ich wieder bis in meine 20er gealtert. Genau wie oft. Endlich komme ich auch ohne einen Raketenrucksack wieder ans oberste Regalfach. Ich kann wieder die Nacht durcharbeiten, ohne es am nächsten Morgen zu bereuen, und meine Haut sieht fabelhaft aus. 3 Tage Uferstecke stehen bereits fest und der übrige Band kommt nun an, den nordöstlichen Zipfel von Nakala. Im abgeschiedenen Nakala-Institut wird sicher niemand je nach danach suchen. Ach so, also müssen wir da auch nochmal nachschauen. Okay, alles klar, Leute. Nun vermute ich aber noch einen Krog ganz oben auf dem Dach. Leute, ich fass es nicht. Es gibt weit und breit in dem Spiel keine Wächter. Aber das hier ist einer dieser Wächter aus Breath of the Wild. Leute, der einzige Wächter im Spiel ist hier im... Na, wie heißt es? Hatenu-Institut auf dem Dach. Seht es euch an. Fehlt nur noch, dass der lädt. Und natürlich ist hier oben ein Krog. Ist ja klar, Digga. Damit haben wir übrigens 101 Krogs schon gesammelt. Herzlichen Glückwunsch. Als allererstes mal gehen wir zum roten Licht, denn da ist die Nintendo Switch, die wir schon vom Himmel aus gesehen haben. Irgendwo hier wird wieder eine Träne sein. Und wir sind in der Pflicht, sie zu finden. So, auch diesen Krog hier, das war sehr offensichtlich. Nice. Und hier ist sie auch schon, Leute. Let's go. Nächstes Videoschnipselchen. Film ab. Das Pura-Pad. Ich habe es mir einmal angesehen. Und ja, das Gerät stammt eindeutig nicht aus unserer Zeit. Dennoch, es könnte möglich sein, die Teleportationsfunktion auch hier zu aktivieren. Dürfte ich es noch ein wenig behalten und mir genauer ansehen? Ja, natürlich. Das wäre nett von euch, Minero. Danke, mein Kind. Minero heißt sie also? Also glaubt ihr mir nun endlich alles, dass ich aus der Zukunft stamme? Daran bestand für mich nie ein Zweifel. Aber sag, Schwester, kennst du eine Möglichkeit, wie Zelda zurückkehren könnte in ihre Zeit? Es lag sicher an deinem Mysterienstein, dass du durch die Zeit reisen konntest. Steine wie dieser haben die Eigenschaft, die Mächte jener, die sie tragen, zu verstärken. Mit meinem etwa kann ich meinen Geist auf Wanderschaft schicken. Rauru hingegen vermag mit seiner Lichtkraft das Finstere zu bannen. Und Sonja gebietet gar über die Zeit selbst. In dir, Zelda, spüre ich beides. Die Macht des Lichts und die Macht der Zeit. Der Stein scheint sich in erster Linie auf die Macht der Zeit auszuwirken. Jetzt werden die Steine also erklärt. Das ist geil, Alter. Jedoch vermag er, deine Macht lediglich zu verstärken. Deine Fähigkeiten verstehen und kontrollieren, das musst du selbst. Das heißt, der Stein kann dir keinen Weg aufzeigen, den du nicht schon kennst. Alte Überlieferungen berichten von einem verbotenen Zauber, der sogenannten Drachenwandlung.
Wer einen Mysterienstein schluckt, wird ein unsterblicher Drache. Neitra. Auf ewig befreit von den Fesseln der Zeit. Zum Beispiel. Interessant. Das wäre für wahr ein Weg, um durch die Zeit zu reisen. Und du vermutest darin einen Ansatzpunkt zum Finden einer Lösung? Ja. Doch leider geht die Legende noch weiter. Wer einmal zum Drachen geworden ist, dessen Seele kehrt nie wieder zurück. Aus diesem Grund gilt der Zauber als verboten. Zwar ist es die einzig bekannte Methode, mit der man die Zeit überwinden könnte. Doch wozu sollte so eine Unsterblichkeit dienen, wenn man nicht man selbst ist? Verzeih mir. Ich wünschte, ich könnte dir helfen. Oh Mann, immer die Leute, die anrufen. So kommen wir nicht weiter. Doch Moment. Des Rätsels Lösung liegt vielleicht in dir selbst verborgen. Du musst nur jede Facette deiner Macht ergründen. Sonja wird dir sicher gern dabei behilflich sein. Gut. Das ist auf jeden Fall für wahr sehr geil, Alter. Jetzt bin ich ja gewillt, alle Tränen zu finden. Eine neue Erinnerung wurde zu deinen Abenteuererinnerungen hinzugefügt. Sehr geil, Leute. So, Leute. Ein weiterer Abgrund. Und er tut sich genau hier auf. Da wir ihn nicht besucht haben, werden wir das jetzt tun. Es ist Abgrund im Tilori-Wald und es geht jetzt einmal. Ab nach unten. Nur frage ich mich. Ist da unten überhaupt Licht? Jetzt ist zumindest alles mal ein bisschen hell erleuchtet hier. Aber was ist das denn alles hier? Wo sind wir hier? Ist das alles wegen des Vulkans? Oh Gott, ist es heiß hier drin? Und wir brauchen Brandschutz. Der Bogen ist genau richtig hier und das Schwert auch. Jetzt also nochmal, wie kann es sein, dass es hier unten so heiß ist und auf dem Vulkan gar nicht? Wo ist die ganze Lava hin? Es muss an dem Kataklysmus liegen. Das war das eine, was ich vermute. Und dass einfach die ganze Hitze in Höhlen, also auch wenn es in Höhlen heiß ist, auf dem Todesberg, dann ist es auch hier unten heiß. Also hilft auch hier nur die Brandschutzmedizin. So. Scheint so, weil hier ist die ganze Lava. Und hier unter uns ist das ganze Miasma. Respekt, dass die hier noch gehen. Okay. Mann, Alter. Die Lava sieht schon immer noch genauso geil aus wie im BOTW, ne? Aber jetzt wissen wir, wo die ganze Lava hin ist. Und was ist das hier alles? Sieht wie die Next-Festung aus hier. Six
eineinhalb Stunden später. So, wir sind genau bei dem Schrein. Und hier ist auch die Eheknospe. Die Uistuckewurzel. Leider kann ich euch sagen... Hier, okay, doch. Genau hier, wo das Schrein ist, ist auch die Wurzel. Exakt da. Und kein Millimeter woanders. Ich kann mir quasi eigentlich all die Orte mal markieren, wo eine Wurzel ist. Denn da, wo ein Schrein ist, ist natürlich auch eine Wurzel. Und wenn wir eine Wurzel gefunden haben, können wir genauso gut sagen, okay, da auf der Oberfläche ist dann auch ein Schrein. Logisch, ne? So, sehr geil. Damit ist der Untergrund hier abgeschlossen. Fürs Erste. Denn wir müssen natürlich alle Wurzeln finden. Und wir werden sozusagen jeden Part nur so ein bisschen machen. Ganz random habe ich hier gerade einen Krok. Der kleine Krok hier erwartet doch wieder allen Ernstes, dass wir ihm helfen. Dann zeig mal her, wo dir ein Freund diesmal ist, ja? Wo hat er sich diesmal versteckt? Okay, bei dem Speckstein da hinten auf den Klippen. Eine abgetragene Schuld an der Gesellschaft später. Da sollst du kochen. Du sollst da kochen. Guck mal, wie er da auf dem Grill liegt, Alter. Ja, heute gibt's richtig Krok, Mann. Heute gibt es richtig Krok, Leute. So, guck mal da, da ist ein Lager. Bring dich da einmal hin. Schon bist du bei deinem Freund und mir gibst du jetzt bitte zwei Krogsamen hier. So. Tadadadam, haben wir bekommen. Guckt euch mal den Steckstein bei Nacht an, Alter. Richtig geil, oder? Einfach nur für die Aufnahme. Jetzt können wir das Ganze mal bei Nacht sehen. So richtig schön beleuchtet und alles. Das ist ein Anblick. Und natürlich auch die Umgebung. Überall sind die Lampions, die Leuchtsteine hier. Ja, das ist schon mega heftig. Und dagegen schießen ist es auch nicht. Oh, doch, seht ihr da? Ich habe es richtig markiert. Der Kleine will wieder zu seinem Freund. Dann zeigt er uns auch einmal, wo sein Kollege ist. Sein Kollege ist da oben. Okay, alles klar. So, Leute, ich hoffe, es funktioniert. Wir werden es bald sehen und erfahren. So, und der... fällt das Ding wieder runter, ne? Hallo? Fällt es auch nochmal runter? Ja, jetzt fällt es runter. Und fällt wieder ganz die Klippen runter, oder? Oder auch nicht? Nein, zum Glück nicht. Ich hatte schon richtig Angst. Oh mein Gott, der stört. Zum Glück wurde er gekillt. Dieser Oktorok. Das war richtig Glück, Leute. Da rate er schon zu seinem Kollegen, Alter. Und auch eure Krogs. Mein. Leute. Ich muss euch sagen, der erste feurige Magmarock, der auf uns wartet, ist hier in diesem kleinen Feld hier. Besiegen wir ihn, ein Bild haben wir auch schon. So, es wird Zeit, dass wir einen starken Bogen nehmen und auf die Eisfrüchte wechseln. Das ist ganz wichtig bei dem Boss.
dass er sich abkühlt. So. Jetzt können wir mit einer versteckten Waffe gezielt angreifen. So, jetzt soll er mich abwerfen. Das soll er ruhig. Gerade Schüsse. Werden ihn noch weiter zerstören. Gut, das nützt ihm nichts, wenn ich den Deckensprung mache. Leider war er so blöd und hat sich nicht wieder reaktiviert. Das Feuer blieb wohl erloschen, weil das Eis so stark war. Und OMG, Alter. Dieses Herz hat es in sich. Da tun wir direkt auf das neue Schwert. Es sieht so heftig aus, ne? Mit diesen ganzen roten Diamanten hier. Bullshit, ey. Ja, diese Intuition mache ich jetzt mal rückgängig. Mir geht es eigentlich einzig und allein um das Herz des Magmaroks. Ja, aber das ist eine 59er Stärke Waffe mit dem Magmarok Steinherz. Seine Klinge leuchtet weihevoll rot, wahrscheinlich erst in der Nacht. Richtig heftig. Nice. Und sogar einen Diamanten hat er gedroppt hier. Ich fass es nicht. Naja, dann. Geil. Oh, Leute. Durch Zufall. In dieser heißen Quelle. Da war auch ein Fisch drin. Habe ich jetzt einen Krok gefunden. Das war nicht meine Absicht. Doch, ich habe schon gehofft, dass hier einer ist. Aber wenn da schon ein Stein drin ist, dann muss hier auch einfach ein Krok sein. Und, ja, geil, Alter, dass jetzt hier noch ein Krok war, Mann. Ein Weg weiter zu meinem Ziel. Jupp, geil, Omat. Passt.